Weiter geht's. 3, 2, 1. Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Das ist ein Zufall. Gift drin oder was? Aber ich egal. Ich hab den Stream nebenbei auch noch laufen. Der sieht auf jeden Fall schon mir anders schon. aus als bei mir. Hey! Ja, jetzt darf man selbst rumlaufen. Hallo? Halt, nein. Ist da jemand? Ja. Yeah. Ein Papa kommt bald zurück. Okay. Zehn? So ein Arsch. Was? Ja, ich will dich nicht spoilern. Muss mal gucken, ob du bei dir irgendwo einen Schrank hast. Du bist in einem ganz anderen Raum, sehe ich. Na, ich bin im Knast. Beziehungsweise. Doof, die hätten das irgendwie teilen sollen, dass ich trotzdem sehen kann, was du siehst. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das so gemacht haben. Aber ich glaube, mit den fünf Teenagern, mit denen man dann ja hauptsächlich spielt, ist das dann, glaube ich, anders. Hoffe ich zumindest. So, nur wie gesagt, ich habe deinen Stream laufen, ihr könnt auch seine Perspektive sehen. Und ja. Ding, weil ich werde auch deine Perspektive noch bei mir mit hochladen, wenn das genehm ist. Ich habe hier nur einen Safe, den ich nicht aufmachen kann. So, schauen wir doch mal weiter. Im Prinzip ist das jetzt die Vorgeschichte, was mit dem Schiff eigentlich passiert ist. So wie ich das so verstehe. Und hier ist Blut an der Wand. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus! Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Ah, jetzt sind wir zusammen. Ich geh zurück. Jetzt. Geh ich mein Zimmer nochmal, willst du die Leiche angucken oder was? Komm mit. Guck mal, ob das geht. Nee, man. Oder? Nee, man kommt nicht mehr zurück. Schade. Kann man irgendwie schneller laufen? Na.
Hey, ich hab Was doch jetzt? nur L1 gedrückt. Das L1. R1. Was? Im Rhythmus mit dem Herzschlag. Ja, natürlich. Das verkackt man doch. Ach Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Beides sind ja groß genug. Noch. Na, wo ich R1 gedrückt hatte, war auf einmal passiert. Ja, bei mir auch. In der 1 drückt es passiert. Warum auch immer. Na, Start reicht nicht. Braucht man neue R1. Achso, natürlich. Natürlich gehen wir dem Mann mit dem Gewehr hinterher. Was zur Hölle? Den hätten wir da eigentlich auch entwaffnen können, jetzt mal ohne Witz. Wir sind zwei junge Kerle. Was war das? Alter. Mach doch mal nicht so laut. Den Creepy Kind gehe ich noch nicht hinterher. Ich gehe erstmal hier hinten. Hier leuchtet was. Was denn für ein creepy Kind? Ist gerade ein Creepy Kind vorbeigelaufen. Hast du es nicht gesehen? Nee, ich war ja einen Moment später um die Ecke. Charlie, Achso. hilf mal! Okay. Das hat nicht funktioniert. Nochmal. Zweiter Versuch. Diesmal klappt. War ich doch. Alter. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Und kann man den jetzt nicht irgendwie eine Waffe abnehmen? Das ist kein Shooter. Komm jetzt nicht mehr zu dem Creepy Kind. Weiß nicht. Ja, frech. Na gut. Stimmt nochmal, dadurch hat schon das Spiel verändert, dass wir dem Kind nicht hinterher sind. Denn jede Entscheidung beeinflusst das Spiel. Gott, noch eine Leiche. Wer das wohl ist? Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Kann man da runter? Was für eine Kameraperspektive, Alter. Hätte L1 um schneller zu gehen, das sagen sie jetzt. Links, gehen wir mal links. Hey. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Hey. Ja, okay. Einverstanden. Klar. Ich sehe ja schon den Rauch auf dem Boden, ne? Weißt du, was hier unten ist? Natürlich LKWs. Alter! Hey, Chuck! Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Nee, ich habe keinen Jungen gesehen. Hast du echt keinen gesehen? Nein. Ich habe gerade auf deinen Stream geguckt. Okay. Irgendwie sehen die komisch aus.
Ja, ist eine Waffe. Mit dem Messer. Stark. Das ist richtig stark. Messer ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja. Aber das Kind. Ich sehe nur einen toten Mann. Okay. Wir sind gerade beide verschiedene Sachen. Ah ja. Ich mal verstecken. Schießt du hier auf ein Kind, Alter? Schieß, Junge. Da bist du drinne. Gerade echt umgebracht. Was? Alles klar. Ach, das warst du oder was? Wenn du in dem Schrank warst? Ich war in dem Schrank, ja. Na, bei mir wurde nur so ein, der alte Wahrsager, nur als Zombie gestellt, mehr oder weniger. Und bei mir warst du ein Kind im Schrank. Okay. Nett. Was für ist das? Viele, viele Leichen. Won't you spare me over till another year? Ich hoffe, das ist kein GEMA-Lied. Sean Ashmore, den kennst du auch noch. Kenn ich den? Ja. Quantum Break. Ja. Den des Steuers. Also, okay. Thank you.
Hallo. Moin. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Kommt bei Jennifer Frakes. Nee, bei Geschichten aus der Gruft. Oder so, ja. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Interessant. Mein Name ist Brad. Alex. Brads Bruder. Julius Freund. Unsicher. Ja, wie bei Until Dawn. Brad. Alex Bruder. Unschuldig. Geistreich. Unschuldig vor allem. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Streber-Nerd. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser? Tauchen? Kannst du mir zeigen, wie es geht? Doomsday trifft eine Entscheidung. Mann, aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Du machst ganz genau, was ich sage. Gibt es eine Entscheidung? Ach, ich sehe sie gar nicht, was du zur Auswahl hast. Cool. Nein, habe ich bei dir nicht gesehen. Cool, danke, Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Interessant. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe.
Diese Großaufnahmen von dem Gesicht ist irgendwie ein Komm bisschen. Schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Ja, mein Gott. Die sind creepy. Ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Ist ja schon 2 Wochen her. Bingo. Noch kurz Pause. Ich habe jetzt extra nicht auf deine Stream geguckt, um zu sehen, was du für Auswahlmöglichkeiten hast, damit es für mich auch interessanter ist, ne? Naja. Wie gesagt, ich werde mir deinen Stream dann irgendwann nochmal persönlich angucken, um zu sehen, wie du dich entscheidet hast. Oder entschieden hast. Entschieden, ja. Let's go, weiter. Weil ich will mich ja nicht spoilern lassen. Wie gerufen? Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Beziehung aktualisiert. Das hey. Eigenschaft nackt. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu verstehe was? Ich auch nicht. Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's. Dir schon. Kurs aktualisiert. Okay. Hey! Begeistert, Julia, Konrads Schwester, Alex' Freundin, unvorsichtig. Konrad, Julias Bruder, entspannt, tollkühn. Den kennst du. Hm. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Konrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefällt. Hey, Lust auf ein Bierchen? Klar, cool. Super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradicke. Ja. Mords Must hast du denn? Must tief. Ruiniessen. Wollen ja Zeit miteinander verbringen. Tja, ich glaube, das wird. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Wenn du noch nicht fertig bist, geht bei mir noch nicht weiter. Jetzt geht's weiter. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Alter. Ungeduldig. Fliss, Kapitän der Duke of Milan. Mutig. Mit der würde ich auch gern meinen See stechen. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Hallo, ich will nur genau, Verbindung zu dir aufbauen. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Nenne mich Conway. Wie wir es hier drüben. Ganz
schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchen. Ja, alter Vater. Ach, die wollen nach dem Schiff tauchen vom Anfang. Alex, komm her. Ich glaube, da ist etwas. Das Schiff geht's ja. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er es sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen. Flugzeug. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Nun... Wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Leute, hört mal, ich glaube, wir sollten auf unseren erfahrenen, hübschen, schlauen und hübschen Kapitän hören. Wenn sie sagt, wir sollten die Dinger... Conny, bitte, du bist nicht zum Abschleppen hier. Warte, was? Was? Nee. Ich meine, sie hat recht. Nicht, weil sie hübsch ist. Ich meine, sie ist hübsch. Aber das ist Nebensache. Sie ist der Kapitän. Hör mal, wir haben dich bezahlt. Großzügig. Wir tauchen. Du bist der Kunde. Aber wenn was schief geht... Ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Ja. Stell dir das vor. Unberührt. Wenn es schief gehen würde. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Oh, wir dürfen auch. Sieht immer aus, als ob sie uns gewinnt wäre. Hey, Süßer. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann... gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Hey, Sis. Mhm. Wo ist er denn hier? 29 Grad. Hey, Conny, wie läuft's? Wow. Erstmal ausmachen. Nice. Oh, nichts als Arbeit. Ich dachte, wir wollten uns auf diesem Trip erholen. Du hast doch noch nie gearbeitet. Wie bitte? Was ich hier mache, ist harte Arbeit. Ohne Erfolg. Ja, du musst wissen, wie das Kreislaufgerät funktioniert, wenn du morgen tauchst. Bla bla bla. Egal. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Sie ist okay. Sie hält sich einfach nur gerne an Regeln. Sie ist ein Miststück. Hey, hör mal. Sie geht ja nicht mit dir darunter, also kann sie dich auch von nichts abhalten. Conny, lass bei Fliss mal deine übliche Masche. Fahr deine erbärmliche Anmache mal ein wenig runter. Was? Erbärmlich? Ich quatsch dir sogar die Fische aus dem Wasser. Wart's ab. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Klasse. Ich lehne mich zurück und genieß ein bisschen die Aussicht. Und mit Aussicht meine ich unseren Captain. Ich schalte auf Spannermodus, jetzt. Ja, schon klar. Ach, mal die Sachen verschwiegen. Bin bloß ehrlich. Und eklig. Hm.
Mal gucken, ob ich mit El Capitano reden kann. Oh, Captain, mein Captain. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Zumindest du hast mich respektiert. Auch wenn du der Einzige von denen bist. Ach ja, entschuldige, meine Schwester wird gerne mal, anstrengend. Aber ich kann so dir sogar zuhören. Kann auch sagen. Stehst du da wie so ein Creep. Hier gelten Gesetze und Bräuche, denen gebührt Respekt. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Kommt der oder auf einmal her? Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ach, kommst du sogar gleich mit rein ins Gespräch oder was? Ja. Genug. Das ist keine Geh mal weg da. Sieht gar nicht so aus. Fahr mir nicht in die Parade hier. Also ganz ehrlich, mir macht diese ganze sorglose Truppe inzwischen ziemliche Kopfschmerzen. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Mhm. Ey, wieso darfst du jetzt hier die Entscheidung treffen? Ich hab mit der gesprochen. Okay, kapiert. Wie viel? Wie viel was? Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Du! Mama steht einfach nur daneben wie so ein Bettzeuger. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Oh jo. Ja, spreche ich nur aus. Nee, ich wär mal auf das Ding gekommen. Ach, hier ist ein Bild. Was ist das? Ach, das ist ja sogar so ein Zukunftsbild. Ach echt? Hm. Noch nicht gesehen. Was ist jetzt passiert? Na, so eine Art Vorwarnung. Okay. Alles klar, Kumpel? Das Bier hätte ich besser gelassen. Hat er bei mir auch gesagt, ich höre dein Gespräch sogar. Hier oben. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Ja. Ich komme nach dem. Schweikotzen. Wow. Das ist voll daneben. Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Interessant. Was ist das? Aber mit der Kippe. Mit dem Kippen kannst du nicht nochmal reden. Passt zu dir? Nee, konnte ich auch nicht. Blinkt die hier, ne? Oben blinkt noch was. Die Reflexion von dem, wow. Okay. Und wie geht es jetzt hier weiter? Wird nicht nur eine Person. Jungs, eins, zwei, die Flaschen warten auf euch. Ah, jetzt ruft die Freundin. Nee, wir sind ja schon. Nee, ich bin der andere. Das Bild hier meint. Wir zwei sind ja die anderen. Wir fehlen noch in dem Sinne. Was haben wir denn hier? Können wir eigentlich miteinander reden? Nee. Vorahnung freigeschaltet. Gestrandet. Okay. Hast du dieselbe Vorahnung? Also mit Alex? Nee, ja, mit weiß ich nicht. Fred? Nee, wie der Fred Bruder. Ist der. Hm. Ja. Nee, ich glaube, wir können nicht mehr. Dann gehen wir mal zu der Frau. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Ich denke mal, ich
ist dann bestimmt die Alte. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute! Was, Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. So, wie ist mir so? Wie das läuft's? So? Tauchen die jetzt oder nicht? Geht gleich los. Also gut, Kinder. Ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Ich hab links irgendeine... Ach, Kurs. Fliss soll bloß nicht ständig so motzen. Er hat wohl vergessen, wer hier bezahlt. Und das echt großzügig. Da ist Regeln verbiegen doch wohl inklusive. Etwas länger da unten. Möglich. Hoppla. Alles gut? Mehr oder weniger? Kann ich mit dir flirten? Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Du bist jetzt was die von Freundin Richtung von dem, du bist unter Wasser, oder? Du weißt, Doomsday ist Fliss. Da kommen wir durch. Na, ich bin die Captain, der Captain. Und wer bin ich? Wer stand bei mir da? Na, du bist Julia. Na, das ist die unter Wasser, ne? Okay, ich bin auf dem Schiff oben. Nein, ich bin unter Wasser jetzt. Da war gerade ein Quicktime-Event. Das hätte auch ins Auge gehen können. Kann gefährlich sein. Okay. Ladies first. Also wie gesagt, ich werde Venoms Perspektive dann auch noch auf meinen ich Kanal hochladen. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alan, also, hat es geschafft. Angucken. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Hm. Los, los, los. Hier ist noch so ein Vorahnungsbild. Wollen wir das Bild nochmal angucken? Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich. Einschusslöcher. Was der Geheimnis Rumpf durchsieht. Flaggeschuss. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht.
Sieh mal, im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Scheiß. Ganz toll, Messer abgebrochen. Ja, an der Steuerung könnten sie noch ein bisschen arbeiten. Das war ein ekliger Jumpscare. Pilot? Und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Kühles Gebräu-Trophäe erhalten, alles klar. Weiß nicht, hast du ein Bier getrunken oder was? Nee. Er hält was fest? Ich habe hier auf dem Radar einen Punkt, der in der Nähe ist. Ich denke mal, das könnte das Schiff sein. Ich glaube, ich muss hier noch so lange hier ausfahren, bis du wieder oben bist. Was ist hier nur passiert? Möglich. Ich denke, komm mal ein bisschen auf dem Schiff um. Sie wussten um ihr Ende. Frech, also nicht sehen, was du da unten machst. Was fest? Also nicht so richtig. Oh, auf dem Schiff ist noch ein Foto. Okay. Hier war noch eine Tür, zu der Tür. Naja, da war eine Tür, wo ich vorhin noch nicht reingekommen bin. Okay. Ja, ich habe gerade was gesehen, was sehr interessant wird. Muss ich echt richtig umgucken, ja. Ist hier noch irgendwas? Was ist denn das? Das? Vorne ist auch ein. Geht's hier auch rein? Oh, jetzt. Ich bekomme Besuch oben am Boot. Scheiße. Ich werd's riskieren. Das heißt? Es kommt ein anderes Boot angefahren. Okay. Mit drei Leuten. Ich geh gerade hier ein Risiko ein. Mal gucken, ob's was wird. Hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Na, ich glaube, wir kommen jetzt hoch. Ne? Wir müssen hier raus, jetzt! Wir sollten raus, da ist ein
Das ist nur ein Flugzeug. Oh Gott, Alex! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Wir kommen jetzt hoch. Warte. Ja, hier ist ein Boot mit drei Leuten. Oh, okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Wow. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Also, der Typ ist mit mir ganz dicht. Ich... Oh Mist. Sorry, Alex. Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Gott, ist der Typ dämlich. Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Ich glaube, du kommst hoch jetzt. Das eine Schiff hält gerade ab. Das Schiff hält gerade ab, ja. Die anderen sind weggefahren wieder. Julia, ich habe nur gerade das Schiff wegfahren sehen. Scheiße! Wow, what the? Was zum Teufel? Wir müssen da raus! Der Typ ist wirklich dämlich. Warte, die Dekompression! Da zündet ihr erstmal den Grill an. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Ich hab grad was getrunken und da kommt zum Quicktime-Ding, Junge. Das darfst du nicht machen. Ich glaube, die beiden haben keine Freunde mehr. Aber ja. Hey, was zum Teufel ist hier los? Hey JJ, keine Panik. Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Welcher Bruder? Conrad, bist du bescheuert? Achso, Conrad. Er ist wirklich dämlich, der Typ. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Ich will nicht wissen, was der gemacht hat. Was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Du hast den Ring gegeben. Gut gemacht. Ich hab den Ring bekommen. Ja, oder so. Ich hatte den Ring schon gesehen gehabt, wo du da am Anfang die Flaschen zum Boot. Also unter das Deck getan hast. Aber das Ding aufgemacht. Oh, jetzt. Was sagt bei uns? Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Auch. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Nein. Ich versichere Ihnen, Sie haben eine Entscheidung, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Also es doch, weil jetzt und Nein gesagt manche, hast, die Sie bestimmt hat sagen gehört, als ob du eine Entscheidung treffen konntest. Was steht denn mal oben rechts? Da habe ich eine Entscheidung treffen können. Aber wir haben einen Bonusinhalt freigeschaltet.
Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman geliebt. Ja. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken. Das aber ganz schön, bis man hier auf das Schiff kommt, hä? Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckte ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Guck ich mir doch mal die Fotos an. Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Oder aber nicht. Jetzt, wo ich es höre, klingt es echt die Kamera gut. An. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Was hast du denn für ein Geheimnis gefunden? Na, ich? Das klingt doch gut. Bei mir steht da, du hast ein Geheimnis gefunden. Erwarten, dass wir alles planen. Steht ganze Zeit da. Ich hatte Angst, du sagst nein. Was? Seenotrettung. Convin Island. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Okay. Weil ich ein Logo auf deinen Fotos gesehen habe. Habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Was sagt das Ding? Ich liebe dich, Alex. Immer noch neuen Trinchcraft. Er macht immer nur aus. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein. Ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Von wieso hast du abgelenkt? Von der Kamera. Ah ja. Wow, ernsthaft? Das bezweifle ich, nach den Gesprächen von eben. Mann, Herrgott, Conrad! Tut mir echt leid, euren magischen Moment zu stören. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Ist klar. Du hättest irgendwie das fünfte Rad am Wagen. Jo. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. So. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Ich freue mich für euch. Ich kann es noch gar nicht glauben. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Du sagst, du überdenkst dein Studium. Ging es dabei darum? Sorry, dass ich nichts gesagt habe. War falsch. Ja, schweigend untergehen. Das ist schon eine komische Metapher auf einem Boot. Damals im Krieg gab es... Komm, ja, kann man die Bilder an. ...was man sagt, weil jeder ein Spion sein könnte. Glaubst du, ich dachte, du spionierst für Julia? Mein engster Feind. Oh Mann, es reicht. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kann's kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Ich such dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh, nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Ich wollte eigentlich gerade mal nach dem zweiten Foto gucken. Schön langsam. Wir müssen zurück. Ich glaube, das hat die drei Typen da gezeigt, die auf dem Boot waren. Genau hier. Okay. Ey! Jetzt hast du meinen Auswahl unterbrochen. Okay. Hey,
Immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Merritt. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheiten. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut, oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Wer nimmt trifft deine Entscheidung? Ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Cornwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Hast recht, wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht, sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Genau, noch eine Gruselstory, natürlich. Ja, ich hab was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns okay. Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung? Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Feuerwehrmänner. Ich erzähle nur die Fakten. Ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Igitt.
Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Ja, klar, der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Boah. Oh, das ist eklig. Ja. Super Wendung. Schön. Nicht schlecht, klar. Der war aber vorhersehbar. Naja. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Okay. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Du bist Conrad. Und wer bin ich? Ja. Du bist Conrad, nicht das Idiotenkind. Es konnte noch eine verpassen, bevor er mich... Ich auch. Müssten die von dem Boot sein, die drei. Ah ja, das sind sie. Die haben ein krummeliges linke Auge. Ich glaube, wir auch noch von dem Schiff, oder? Nee, ich war zu wegkriegen. Ich glaube, dass er noch lebt. Ich nehme erstmal meine Schnecke. Ich nehme dich mal. Nicht leicht dich hängen. Hast du das extra langsam gemacht oder was? Nee, ich wollte nach rechts analog-Stick. Nein, ich muss nach links. Also. Obwohl eigentlich Richtungswesen rechts gewesen wäre, aber okay. Bei dir jetzt nach links. Ja. Eigentlich. Wow. Nur ein bisschen. Hey, verdammt! Aufhören! Der Bruder fehlt noch, ja.
stimmt. Bin fast frei. Was wollen die Typen? Bumsen. Hey, also, schlechte Neuigkeit. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, ja. Ach so, du bist schuld. Ah ne, du hast Finger ganz gestört. Ich hab sie erkannt. Doch, so, aber da kann ich nichts machen, weil du das gemacht hast. Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Trifft einen Entscheid. Naja, komm. Wir müssen uns befreien, sofort. Keine Chance. Scheiße. Hey, Bruder. Du hast gerade eine voll abgekriegt. Und noch eine. Was geht davor? Was siehst du? Und noch eine. Schlagen Conrad zusammen. Wir müssen schnell hier raus. Worüber reden Sie da? Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Wir können sie nicht blind angreifen. Wir brauchen einen Plan, bei dem wir sie alle kriegen. Wir müssen hier raus. Als allererstes. Alter, aua. Versteh ich nicht. Er hat mein Ohr ein bisschen verkürzt. Okay. Ich hab nur gesehen, wie er Richtung des Ohrs ist mit dem Messer und dann wurde weggeblendet. Komm grad zurück. Julia, sie kommt zurück. Ah, dein Bruder hat sich versteckt. Okay. Unterm Bett. Oh, haben sie jetzt Ohrläppchen abgeschnitten? Nee, oben am Ohr. Ach so. Hat er ein Stück weggeschnitten. Halt! Halt da! Alex! Aufhören, lass sie los! Ihr Bastard! Schwarkopf, halt die Scheißfresse. Hey, Bruder. Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Alles scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Wir müssen die jetzt wegficken irgendwie. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Das ist Quicktime-Event, doch mal jetzt gleich nicht verkacken, wenn eins kommt. Nein, verdammter Mist! Hm. Was haben wir jetzt mit dir gemacht? Keine Ahnung. Julia, sag mir, was passiert ist.
Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Also. Okay. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey. Schon gut. Schon gut. Scheiße auf den Ring. Abgerutscht, Ringfinger ab. Kann man die Nagelscheren nicht als Waffe benutzen? Schön einmal ein Halsrahmen, das Ding. Na, zu einfach. Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, da ausschalten. Ich sehe uns so scheitern. Nehmen die Knarre. Sie könnten sich wehren, auch. Aber wenn wir die Knarre... Was sind wir halt das? Das Grasball ist von den 15 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greife sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. Oh je, ich sehe uns so scheitern. War nicht ganz synchron, aber okay. Conrad, geh zur anderen Seite. Greifen wir an. Scheiße. Na ja, nimm die Parfümflasche, genau. Echt, ich bin draußen. Hier. Ganz ruhig muss ich jetzt wieder machen. Hm. Jawohl, er macht's genauso, wie ich gesagt habe. Oh. Ich soll dir wohl wehtun. Aber ich sitze daneben. Ja, da hinten. Versagt. Halt die Augen offen. Haben wir es erst gemacht? Daneben mir zu schlagen. Oh, du hast einen. Was ist los? Jetzt! Alex, das ist verrückt! Von unserem Boot. Euer Boot. Ich bin jetzt der Captain. Mach die Arschlöcher fertig. Ach, scheiß drauf. Unser Boot. Los. Das ist deine Schuld. Oh, also das ist allein deine Schuld. Bring sie nach und nimm die. Benutze sie, falls nötig. Okay, ich glaube, wir haben den ersten verloren. Wir haben den ersten verloren. Setz euch! Da drüben! Du! Genau hier! Setzen! Jetzt! Arrêtez, bon de camp! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la! Ou je te mets mon poing dans la gueule! Je connais pas mon français. Olson! Na, je nachdem, wo wir sind, hier Afrika und so weiter. Französische Kolonien. Ich finde es aber interessant, dass der Verlobte jetzt von ihr ziemlich ruhig bleibt. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Ernsthaft? Das haben wir aber früh schon eine Person verloren.
Na, weil du dein Quicktime-Event verkackt hast. Ja, genau, daran wird's gelegen haben. Einmal zurückspulen, bitte. Ach, die lebt noch. Die war nur angeschossen. Na, ich bin da. Na, die ist angeschossen, die ist mit dem Kopf auf den Sitz geknallt. Echt? Hm. In dem Gerangel da. Was? Hey, die war doch. Die ist doch auf den Typen losgesprungen. Nee, die Kapitänin ist auf den Typen losgesprungen. Naja, und dabei ist ein Schuss gelöst worden in ihre Richtung. Wie konnten wir nur so dumm sein? Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Also, so wie ich es gesehen habe, ist sie auf irgendeine Kante geknallt mit dem Kopf. Was hast du ja, okay. dir gedacht? Muss aber ich mal angucken. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich dachte, die wurde getroffen, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass er schießt. Ah, okay, okay, doch. Jetzt haltet die Fresse! Okay. Da hast du wohl doch recht, eventuell. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden. Aber wieso blutet denn der? Dann aber leise. Na, den hat ich eine Flasche vom Kopf gehauen. Also. Als sie uns angegriffen haben. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Aber könnt ihr noch wegwischen. Ja. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Oh, verkackt. Boah, ich hab's geschafft, gerade so. Sitzen bleiben, alle. Und aber auch plötzlich, du kriegst dein Event. Ey. Komm jetzt mit. Hey, lass ihn in Ruhe. Was zum Teufel geht hier vor, Alex? Julia, bist du okay? Ja, mir geht's gut, aber anscheinend ist sonst gar nichts gut. Hey, das reicht. Kein Gerede. Das ist kein Spaß. Spaß stelle ich mir anders vor. Nö. Ich renne nicht mit dir. Du und deine Freunde hatten kein Recht, auf unser Boot zu kommen. Mensch, Schnauze. Hey. Alex, sei still, okay? Das ist für diesen Typen wohl sehr wichtig. Und? Na gut. Was willst du? Richtest du das Ding woanders hin? Sowas geht schnell los. Passiert schon nicht. Huh. Alter. Aua. Wird das Quicktime-Event verkackt. So eine Scheiße. Ich bin auch gerade ein. Wurde geschafft. Ich hab eine Pfanne vor den Kopf gekriegt. Wäre hier mit dem Kopf an hier die Kante oder so an dem Schrank da aufgeknallt. Hm. Danke, schätze ich. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Brad ist unter dem Stock. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Aber ich muss mal kurz eine kleine Pause machen, weil ich muss mal pipi. Bis gleich. What?
Und da bin ich ja wieder. Wir können fortsetzen. Los! Bevor er noch da unten vergessen wird. Ja. Ist das ja wirklich noch drin? Bis das große Schiff noch kaputt geht. Alle sind noch am Leben. Gerade so. Das hätte auch anders kommen können. Ja. Er fällt's dir. Hau rein. Ciao, ciao. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Ja. Oh, darf ich hier wählen? Okay, Sie sind sich einig. Hier ein Hinweis. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Okay. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest. Alles ist nicht Gold, was gleißt. Nada. Wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ich hätte nur die Möglichkeit gehabt, ich will es wissen oder halt, ich will es nicht wissen. Wenn ich dann bekomme, was wolle, hab ich gewählt. Also ich wollte es halt im Prinzip nicht wissen. La porte! La porte! Vite! La porte! Vite! La Du bist Julia. Jo. Junior, retire la tête à l'image. Haben die jetzt andere Sachen an? Ja. Die haben nur ihre Mäntel ausgezogen. Was ist das? Keine Ahnung. Los! Woher wussten die, dass da unten drunter was ist? Keine Ahnung. Vielleicht kennt er das Boot. Oder die Julia arbeitet mit denen zusammen. Wie viel ist meinst du? Ja, meine ich doch. Ich habe es auch schon vermutet. Oh mein Gott! Nö, ach, hier, wo ich dich abgestochen habe, oder was? Oh, ja, scheint so. Los, beweg dich! il est énorme, ce navire. C'est ton ach, ich hab da c'est un foutu cimetière. Ich wollte auch hier ein paar Fuß rumrennen, ja. Alles verrostet. Da drüben! Sind wir nicht wieder aufgesehen, denn? Was ist abgeknallt? Nee, er schubt mich.
Na los, marsch! Ja, ja. Mach keinen Stress. Ach, du bist also selten dämlich. Na, die verliert auch alles. Los! Alter. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Wir stehen echt alle Haare zu Berge. The Mask of Madness. Oh, hi. Schub mich. Das ist von der Kameraperspektive. Oh, hier, jetzt liegt was. Möller. Los! Ja, ja, chill doch mal. Was hier auf dem Podium rumliegt, ey. Die laufen hier in Socken rum. Was zum Teufel wollen diese Idioten von uns? Cool, das sind Piraten. Was war das? Oh, Scheiße! In der Armee-Division. Osam, Jan braucht ich Sie. Okay, ihr alle in den Raum. Will aber nicht. Herausfinden. Ja, die wird noch funktionieren. Natürlich. Jetzt können sie sich immer noch wieder gruselige Geschichten erzählen. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Wenn es dir recht ist, Captain. Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ja, seien wir wachsam und warten einfach auf den richtigen Moment. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Was hat er da rausgeholt? Achso. Der Schiff nicht weg kann. Also, erstmal fragen. Okay, was genau ist eine Verteilerkappe? Stell dir vor, du redest mit einem, der absolut nichts über Boote weiß. Glaube ich, zum Motor gehört das. Also die Verteilerkappe leitet für gewöhnlich die Spannung von der Spule zu dem richtigen Rotor, der dann wiederum... Ohne sie läuft der Motor nicht. Und ohne sie fährt die Duke of Milan nirgendwo hin. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Ah, oh, das Schneeboot müsste da noch dran sein, oder nicht? Ah, oh, da ist ein Bild. Haben sie abgeschnitten. Das hast du nicht gesehen, die haben es abgeschnitten. Ach so. Wegen dem Sturm, das hat gegen das Schiff geschlagen. Da warum das wohl abgerissen wurde? Was ich cool finde, wie lange liegt das Schiff schon hier? Das muss doch mehrere 60 Jahre oder so liegen. Ich weiß nicht, wann das Spiel hier spielt. Wir dir
sagten, das wird ein nettes Abenteuer. Also wie sie aussieht, bestimmt 50, 60 Jahre. Und die Tinte sieht immer noch perfekt aus. Was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Dieser Typ Miller hatte richtig Angst. Extra Zahl 350 pro Stunde. Ja, zeig mal. Ganz toll. Nö, tu ich auch nicht mehr. Echt unheimlich. Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Hey, halt die Augen offen nach der nächsten Gelegenheit. Verstanden? Ah, ich hab was gefunden. Hey, sieh mal hier! Mann, ich wollte eigentlich mal an dir vorbeilaufen mit den Typen noch quatschen. Oder mit der Alten quatschen. Oh, hier ist ein Foto an der Wand. Ja, kannst du nichts machen damit. Da wurde nur irgendwas abgerissen. Warte mal. SS. Was da wohl passiert ist? Ja, ich kann nichts mehr machen. Ups, kann nichts mehr machen hier gerade. Ich hänge hier gerade irgendwie. Ich weiß nicht, ob du noch dazukommen musst, oder? Ich wollte eigentlich mit der Alten reden, weil der da irgendwie so im Funken war, sag ich mal, aber seitdem kann ich mich nicht mehr bewegen. Komm und schau mal. Ich guck mal kurz durch die Luke. Ich kann nur noch meinen Kopf bewegen. War auch cool, dass wir denen ihren Namen wissen, ohne dass die uns die gesagt haben. Sehr gut. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nur Kopf. Wie sieht's aus? Ich kriege ihn nicht auf. Yeah! Ich glaube, ich habe da irgendwie im toten Dialog festgehangen oder so. Okay. Also. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, 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 wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Viel zu laut, oder? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Ablenken oder versperren? Ich mach mal ablenken. Obwohl versperren bestimmt die bessere Wahl wäre. Hey, ich glaube nicht. Ja, ihr, Longjohn Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? Achterstücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Kackfressen. Ja, ihr schwierigen Korsaren. Ja, ihr. Ich weiß ja, die Piratenpapageien von den Schultern. Unser Stamm sie zu Regenbogen eintappen. Hey. Ich warte euch. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr das Beamtenident euch haben? Das wird er Fick nämlich. Dich. Euch alle. Persönlich. Das wird aber mutig. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo.
Allerdings hat einer dran gedacht, die Lampe mitzunehmen. Da waren sie weg. Sind wir nun sicher? Du bist schuld, ja. Meine Miss Conrad. Wir müssen jetzt weiter. Hallo. Sieh mal. Sailor Girl. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Einfach schwimmen. Geh hier rein. Ich komm mit. Da liegt sogar was. Das. Und die gesamte Mannschaft. Regel zum, ey. Zum extra Wachdienst. Aha. Da. Alles klar. Bist du hin? Die nächste Tür war da. Gibt's da was Schönes? Hier ist ein Wäschewagen. Wie viel mal war da? Und dann waren da noch Geheimnisse. Ach, hier ist der Wäschewagen mit Rad. Die Karte. Out of bounds. Ne, also ein Jumpscare war hier nicht. Zumindest nichts, was ich was gesehen hätte. Okay. Mir fehlt erstmal eine Pinnwand von der Wand. Gar nicht gruselig. Hier geht's weiter. Hä? Warum? Oh, hier sind Toiletten oder was? Ja, genau. Das riecht dann nach einem Jumpscare hier. Da liegt was. Geheimnis gefunden. Ich weiß gar nicht mal, wo ihr seid. Halt. Bitte nicht sehr lang. Ich bin auf der Rückseite auch noch was drauf. Ja. Ach da, da hab ich das gesehen. Der lebt nicht mehr. Ach du Scheiße, Mann. Ist das heftig. What the? Der Maschinenraum. Können wir uns bedienen? Was denn? Teile davon nutzen? Nein, das ist nur ein altes Spiel. Hier ist gerade eine Gestalt langgelaufen. Okay. Wir brauchen nur die Kappe zurück. Da, wo eigentlich keiner langlaufen kann. Ich dachte eben, eine eigene Frau gesehen zu haben, wo ich durch eine Tür gelaufen bin, aber... war mir nicht sicher. Also hier ist die so eine, die von dem Poster eben, die Sailor Girl. Techniker Lock. Okay. Wir sind echt am Arsch. Hörst du das? Also ich bin hier bei den anderen. Ich bin immer hier. Ach ja. Schon okay. Ich beschütze dich. Oh, das ist gut. Ich frage mich, wo die alle sind. Ja, wo sollen sie sein? Rattenköpfe. Oh, ich habe ein Foto gefunden. Okay. Okay.
interessant. Oh, das Steuerung müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten, ne? Ist irgendwie so träge, also so richtig träge. Das ist eine alte Resident Evil Panzersteuerung hier. Benjamin hat ein Geheimnis gefunden. Also ein Logbuch mehr oder weniger. Julia! Hey, ich komme noch gar nicht dazu, das Foto anzugucken. Ihr seid wohl schon weitergegangen. Ja. Sag doch was. Ja. Da unten ist irgendjemand. Shh. Seid jetzt leise. Was hast du auf dem Bild gesehen? Da ist der. Wie hieß er? Der den Ring hatte. Brad? Oh nee. Brad? Alex. Alex, ne? Das ist der von dem Typen hier mit dem Auge. Also ins Wasser getaucht wird. Okay. Als ob er ihn ertrinken wollen würde. Seht mal. Da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Sollten wir uns jetzt nochmal? Ich werde sie mir holen. Unsere Chance, los, hol sie! Ja! Jetzt! Denk dran, wie ihr wollt. Okay. Schön aufpassen. Was geht schief, das sehe ich doch jetzt schon. Ja, mit Sicherheit. Ich gedacht, du brichst jetzt ein Bein oder so. Oh. Wir müssen das durchdenken. Wir sollten mal langsam bereithalten für ein Quicktime-Event. Ja, ich bin schon dabei. Wieso noch sind nicht die unten, die wir steuern? Ja, aber vielleicht irgendwie jemanden zu retten oder so. Heiliger Mist. Oder wir spielen jetzt unten die beiden. Oh. Was hat die so selten dem nicht? Helfen. Verdammt, sie haben Bliss, die Scheißfresse. Wo sind die anderen? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Ich hab trotzdem immer noch das Gefühl, dass die mit denen zusammenarbeitet. Ja, wie auch. Lass mal. Oh, sogar getroffen. Ja. Jetzt hab ich genug, das weglocken. Du Navire de merde. Na, sie nur Zeit gegeben, damit er sich verstecken kann. Okay. Ich glaube auch, die arbeiten mit denen zusammen. Irgendeine Verbindung gibt's ja. Das werden wir noch erfahren. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Ah.
Na, du bist Fliss. Du bist Alex. Jetzt sind wir komplett voneinander getrennt. Ja, jetzt weiß ich nicht, was du machst. Nicht mal annähernd. Was sehen wir denn in deiner Perspektive? Oh, großer Gott, warum muss ich mir das ansehen? Wenn ich es dann hochlade. Morgen dann wahrscheinlich. Na, dann kannst du halt dann umbenennen und so. Genau vor seinen Augen wollte ich erstmal Schraubenschlüssel aussehen. Was war das? Gar nicht unauffällig. Nicht lustig. Wie kann man hier barfuß rumlaufen, ey? Das verstehe ich auch nicht. Doch alle möglichen Krankheiten, ja. Vor allem, wenn da noch hier Ratten rumrennen. Ups, sorry. Ja, eins darf man nicht drücken. Nee. Gut, allein drücken zum Rennen. Naja, ich sag nicht gleich Rennen dazu. Ja, das. Ich sehe da auch groß gar keinen Unterschied irgendwie. Nee, gar nicht. Warte mal, hier waren wir schon. Oh, hallo. Ich glaube nicht. Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Kommt schon, Leute, wir müssen weiter. Hey, hier steht heute, ja, gibt's Rinderragout. Hm, lecker. Es sieht so aus, als wäre es alles zum Stehen gekommen. Wow. Das ganze Schiff ist eingefroren. Heute gibt's Rinderragout, also haben wir heute Sonntag. Du hast ja dein Geheimnis gefunden. Geh mir da an. Kurs aktualisiert. Okay. Scheiße! Oh Gott! Alex, was ist denn? Alter! Sieh doch mal selbst! Das wow! Aber kann man hier auch irgendwo sehen, wie die Beziehungen gerade sind? Nee. Stand der nächste Menü, ich hab noch nie drauf geachtet. Meinst du hier bei Option? Hm. Nee. Zum Hauptmenü, Einstellung? Nee. Nee. Finde eine Fluchtmöglichkeit. Sieht man leider nicht. Weil bei Undead Dawn hast du immer noch die Beziehungen so gesehen. Soup du jour, mademoiselle? Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Vergammelter Kochtopf. Das muss stinken da drinne. Weil vielleicht hat er auch doch nichts mit dem Typen zu tun, weil warum sollen die jetzt, wo sie alleine sind, nicht miteinander reden? Okay, was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Ich weiß nicht. Alter, was? Sehen. Alter. Es wäre ja dann zu offensichtlich, wenn der jetzt hier mit den... Ach, hier ist ein Bild. Ja, bei mir auch. Ey, wolltest du mir gerade angucken und der schubst mich weg? Doof, okay. Oder was? Vater tot. In der Verordnung hat man gesehen, wie Convert abgestochen wird. Hier stimmt was nicht. Okay. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt.
Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt kann es sein, dass du jetzt Schüsse gehört hast? Nee. Okay. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jack. Jedenfalls ist der Chinesen, der mich gerade hatte. Jetzt weg. Okay. Nein. Da machen tot oder was? Olle, sehr gut. Da ist in die Ecke gerannt und dann ist man, oh, hier ist das Bild, das ich mich angucken kann. Nicht mein Ding, weißt du? Hast recht. Das ist eklig und krass. Ein Typ mit Kapuze ohne Stürken da. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Was ist das? Ich bin jetzt hier in so einem Lagerraum mit Särgen. Hey, der hier hat einen Namen. Was machen wir eigentlich? Wir haben am Anfang gespielt. Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein Kater. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Sagen Namenstafel. Na, mach mal so einen Sarg auf, komm. Gönn dir. Oh nein. Alter. Guck mal. Das ist verrückt. Was? Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Ein Skelett mit zwei Köpfen. Was ist hier los? Das ist echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort! Weg, weg, weg! Kann ich den Namen noch machen, ey? Bitte, bitte. Ach, chill doch mal. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so okay. Kann man eine Beziehung auch. Wer denn der Geheimnis Na, hier ist ein Sarg, der mit Ketten und Vorhängeschloss gesichert ist. Wie für ein Kind. Will ich nicht. Lass ihn lieber zu. Hauen wir ab. Und so ein ganz kleiner Sarg. Ist das Baby Dracula. Wie so ein Baby-Sarg. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Kann nichts Gutes da rumkommen. Mal gucken, was für ein Jumpscare hier unter dem Vorhang lauert. Oh, ich bin jetzt da, wo du mich am Anfang abgestochen hast. Aus dem Schrank. Okay. Was ist? Ja, komm, der Jumpscare war vorhersehbar. Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Ich bin jetzt da, wo die LKW stehen. Können wir einfach hier weg? Was wenn das auf dem Boden jetzt auch immer noch dieser Nebel ist? Können wir uns beeilen? Nee, ich hab genug gesehen. Alles klar. Wir müssen Fliss holen. Die Zeit wird knapp. What the? Wird das Pet ja auch gerade so komisch gelb? Was macht denn so ein Geräusch? Nee. Welches? Okay, das war jetzt krass. Bei mir wurde das Bild gerade so komisch gelblich. Nee, bei mir ist gerade ein Geist durch ein Auto gelaufen. Okay. Mist! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halt's nicht aus. Dusty Carrot. Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Dusty. Achso, das haben wir schon. Zimmer was? Ich kann doch die Nacht nicht schlafen, wenn ich das Spiel gespielt habe. Also für schreckhafte Menschen ist das Spiel ja echt nichts. Ja. Conny? Oh. Conny! Kurs aktualisiert. Konrad ist weg. Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny! Ich hab Conrad verloren.
wie Conrad. Wo zur Hölle ist der hin? Das ist eine gute Frage. Oder was? Ja. Ja, von dem wurde ich gerade getrennt. Was geht denn jetzt? Alter. Ich hab Zombies bei mir. Okay. Alle Korridore sehen gleich aus. Hey! Fliss, hey! Kommst du aber mal? Wo warst du? Hättest du mir jetzt gesagt, dass du Brett spielst, hätte ich jetzt wahrscheinlich mal tot gefunden. Warum? Ja, ich will jetzt nicht mehr verraten. Falls es bei dir doch umgekehrt kommt. Hä? Du warst auf einmal hinter mir. Muss hier raus. Ja. Hä? Wieso ist das hier doppelt? Das habe ich soeben schon mal gemacht. Wieso steht auf der Kugel Alex drauf? Seltsam. Warte mal. Wer ist die? Du spielst noch Fliss, ja? Ja. Ich habe hier eine Fliss neben mir. Ich weiß. Ich bin gerade extrem verwirrt. Vielleicht bin ich das ja. Nein, bist du nicht. Bist du absolut sicher, dass wir... Das ist der Chinese auf einmal hinter mir. Jetzt gehe ich den... Geh einfach weiter. Den Gang das dritte Mal. Okay. Scheiße. Welchen Gang? Na, ich habe hier so einen Gang, wo es dann nach links geht. Wo da so eine Leiche liegt, wo ich eine Kugel rausziehe. Beim ersten Mal stand nichts drauf. Okay, die Wand blutet. Halt. Ist ja gar nicht creepy. Was geht hier? Auf was für ein Trip sind die? Hey. Ich glaube, das macht dieses Gas, was da aus. Ich glaube, das ist irgendwie deine Ängste oder irgendwie. Was? Ja, dann laufen wir den Gang das vierte Mal. Nein!
So, und nun? Wir reichen, ich lege das da oben rein. Zurück. Bin extrem verwirrt. Oh, werden da ist gerade geschrien. Verschwinde! Ich nicht. Skelette. Skelette. Skelette? Wo ist eure irgendeine Meinungsverschiedenheit? Ich lese gerade ein Buch, mehr oder weniger. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Das gab mir nicht zwei Seiten. Ah, okay. Bewaffnen ist immer gut. Nimm mit. Da ist der Schrank. Du solltest durfte eigentlich nur ein Skelett drin sein. Ich kann es nicht sehen. Ja, ist es. Und davor müsste auch irgendwie ein Skelett liegen, oder? Dann theoretisch. Ja. Waffe da liegen. Nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Ja, das ist eine Kiste. Ich bin in die Kiste. Okay. Bin hier hin. Wo soll das für die Leiche heißen? Okay. Alex? Julia? Was ist das denn? Ich bin gerade irgendwo runtergefallen. Ja. Auf mich läuft gerade ein Zombie zu. Das müsstest du ja dann praktisch sein. Ja. Deswegen schlage ich mal nicht zu. Ja, natürlich besser, wenn man nicht weiß, was da gerade ist. Ja, natürlich. Oh, da kommen noch ein paar Zombies bei mir. Sind noch ein paar. Man sollte nicht kommunizieren bei dem Spiel, kann das sein? Weil ich hätte jetzt die Chance gehabt, zuzuschlagen mit dem Schraubenschlüssel. Ja. Ey gut, wir machen jetzt mal so, ab jetzt sagen wir nicht, was wer gerade wen spielt. Also, wobei, es steht ja sogar da, wer wen spielt. Ja, ja. Du wusstest natürlich nicht, dass ich ein Zombie bin, ne? Ja, wir reden jetzt mal nicht mehr darüber, wenn wir getrennt sind. Warum willst du unbedingt sterben, oder was? Ja, das macht mehr Spannung. War gerade ziemlich laut, der Schlag. Ah ja. Hallo.
Spiel ist ganz schön abgedreht, kann das sein? Ja. Aber ich verwirrt. Zweimal Edits. Sieht ja auch mal ein bisschen durch. Keine Ahnung, ich bin. Ich blicke hier nicht durch. Ja, und ich bin sehr verwirrt. Ich habe hier zwei Alex eben vor mir gehabt. Ich habe einen Zombie, den Japsen. Was? Bist du. Okay? Ich bin gerade mit einem Alex unterwegs. Also nicht unterwegs, aber zusammen in der Cutscene. Das wär's gewesen. Hab den ja mit seiner Freundin. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. What the? Ich bin so mega verwirrt, ey. Ich auch. Das Spiel verarscht, ey. Was? Deine. Was? Bei mir ist dann gerade deine Verbindung zum anderen nicht zu schwach. Was? Mach mal Fotos. Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich geht's gerade bei dir? Ganz ehrlich. Ja. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Du bist aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Das war gerade irgendwie total verwirrend alles. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Nee, das ist unfassbar. Aber wir spielen noch zusammen, ja. Ja, ja. Ich muss die anderen finden. Nicht, dass ich irgendwie die Verbindung zu dir verloren habe jetzt. Ja, genau. Okay. Ich hab jetzt mal Pause gedrückt. Aber dein Name ist ja da. Gott, das Spiel macht einen Erfolg. Kürre. Ein Spielchen mit mir. Na, nicht weiterlaufen. Na, nur mal den Zettel. Wasseraufbereitungsanlage. Das Spiel macht keinen fertig.
Ich habe eben gerade hier so ein Flaschenschiff gefunden, also hier, wo so ein Schiff in der Flasche ist. Ja. Also hier die Tuke halt, ne? Ja. Und war auf einmal voll mit Blut die Flasche. Okay. Ist ja hier irgendwie Funkgerät oder Musik oder was ist das? Musik höre ich. Irgendwo läuft so eine Art Plattenspiel oder so. Ja. Der Krieg ist vorbei, das ist scheiße. Ah ja. Hier sind diese Steine, wo man am Anfang im Tutorial bei dem Wahrsager war. Okay. Spielchen. Was ist denn drauf, der Hai? Nee. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Blöden. Okay, Spielchen. What the fuck? Irgendwie ist es mir jetzt so ruhig, das gefällt mir gar nicht. Über ihr Zettel, ey. Mit Lass Worten Taten folgen hat das wohl nicht so. Also, die Drogen will ich nicht nehmen, die die hier genommen haben, ey. Wenn jemand wusste, was zum Teufel hier los war, dann war das wohl der Captain. Oh, ein Safe. Ah, ich glaube, der aufgeben würde. Bist du hier beim Safe in der Gefängniszelle oder was? Nee. Bin in der Kapitänskajüte. Hier ist ein Loch in der Wand. Ja, die sollten uns nicht sagen, wo wir sind. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Ist doch aber Koop. Absolut. Oder doch nicht? Ja, aber ist doch scheiße, wenn einer weiß, wo der andere ist. Doch, ich muss. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Kann das sein, dass dieses Mandschurei-Gold verflucht ist oder so? Das ist ein Chemikalien. Genug für die Tür. Okay.
Quicktime-Event. Eben hat er mir das Bild gehangen. Aber mir kam wieder die Meldung, Verbindung zu dem Spielpartner ist zu schwach oder schwach. Nee, bei mir nicht. Na, vielleicht kam das, weil bei dir das Bild gehangen hat oder so. Aber beeilt euch. Was beeilt euch? Trophäe gekriegt. Okay. Quicktime-Events kommen aber echt immer aus dem Nichts. Muss voll fokussiert bleiben. Aber beeilt euch, verfehlt euch. What the fuck? Komm schon bitte. Ich bin's, sieh mich an. Ich bin Fliss. Siehst du Fliss? Was? Ja. Das hat jetzt eben die Auswahl gehabt zwischen Springen und Stellen. Okay. Komm schon, wir müssen weiter. Finden wir die anderen. Also bist du jetzt die Kette von mir abgehauen, oder was? Ja. Anscheinend schon. Von da, dass du Conrad spielst. Hä? Von das da, dass du Conrad spielst. Weiß ich nicht. Also bei mir steht ja nicht da, wen ich spiele. Komm schon! Du bist Alex. Du bist Julia. Ah, okay, cool. Dann weiß ich jetzt, wo da steht, wen ich spiele. Ich bin nicht im Auto, das ist der Alex-Spiel. Naja, unten links stand bei mir Julia, so und so.
Und oben rechts stand, dass du Alex spürst. Ja, das ist eigentlich Blödsinn, dass man... Oh. Ups. Jetzt hab ich falsche Taste gedrückt. Was das eigentlich Blödsinn? Das ist aber Blödsinn, wenn man dann trotzdem weiß, wer der andere ist. Hm. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Oh, verkackt. Ja. Der Mann ist ja... Bin okay. Ich bin mit deinem Verlobter. Verstanden. Ist es schon vorbei? Oh, er rennt. Er rennt weg. Das hat mir jetzt überlegt, was du machen würdest. Das ist schön. Piss dich, Junge. Was ist mit dem passiert? Keine Ahnung. Schnell weg. Hier ist das nicht sicher. Sieht auf jeden Fall nicht mehr gesund aus, der Junge. Alle vereint. Hm. Sind wir sicher? Alles gut, denke ich. Oh, Anno wieder. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Bei ihm traue ich mir mal das Gamepad beiseite zu legen. Hm. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Ach, deswegen der Tipp davor. Nichts ist, wie es scheint. Hm. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Ich will kein Spo- Einer sagt ja und einer sagt nein. Nun, hier ist ein Hinweis für kooperationsfaule Menschen. Es könnte sich lohnen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Man erhält dann eine völlig neue Perspektive. Was hast du schon gesagt? Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Wir haben uns gerade verarscht mit den Karten, hast du das gesehen? Was zum Teufel war da mit dir los? Brad, du bist ausgeflippt, voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst, das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt.
Also da war diese uralte Lady. Ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay, aber sie war echt total gruselig. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Das war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Auszeit, okay. Der abgefuckte Khan ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Erstmal ein Giant. Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Als ob es die gibt und wir sind ausgerechnet auf einem und der Himmel hilf uns, wir sind total am Arsch. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Mein Gott, dieses ganze Schiff wirkt wie ein Grab. Was ist mit den Leichen? Gehören die zum Schiff? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Da waren Sicherheitshinweise. Es waren Anweisungen für den Umgang mit Chemikalien, die Herzrasen verursachen. Hier geht irgendwas Übernatürliches vor. Was verdammt Übernatürliches. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das können wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Es ist interessant, dass da noch Strom läuft auf dem Ding. Ich baue mir so eine Flagge ab, okay? Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Was gibt's hier? Tonhülsen. Aber ein großes Kaliber. Hört sich verrückt an, aber haben die das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Möglich. Tja, die sind Schrott. Unbrauchbar. Nichts, was man nicht mit einem guten Kaugummi kleben kann. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Ich kann nicht wissen, wo wir schon überall dran vorbeigelaufen sind. Naja. Wie immer bei solchen Spielen. Oder was, wie viele Fotos wir schon übersehen haben. Naja. Oh, was für ein Jumpscare lauert hier dahinter? Na kommt schon. Oh, da sollten wir aufpassen. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ja. Ich habe nämlich bei so einem Foto gesehen, wie die Verteilerkappe kaputt gegangen ist. Okay. Natürlich das, schlecht. Ich zieh dich hoch. Und das sah aus hier wie die Kante von dem Dingens hier. Okay.
Geht sich warm. Ja, lauf zurück. Ah, die Steuerung könnte ein bisschen flüssiger werden. Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Das ist eine Perspektive, oh. Ja. Kam mir auch bekannt vor. Hey! Kommt her! Brauchen wir Hilfe hier. Hier geht es durch. Also, muss schnell drücken. Wir hätten dir auch helfen können, gell? Ja, na. Aber er schenkt sich zuerst durch. Das hätte Sand sein müssen, das hätte jetzt viel. Ich bin gerade die Framerate ein bisschen in Bruch. Naja, irgendwie schon. Ein Foto! Ah, das sieht man jetzt. Einer stirbt. Okay. Hier ist eine Karte. Was steht da? Geplante Route und aktuelle Route. Ja, die aktuelle ist ja noch voll daneben. Man hört es raus, als ob hier noch Strom läuft. Das ist aber gut. Macht immer Licht. Steht nur nicht drauf. Abgetrieben, dichte Wolken. Sie konnten sich nicht orientieren. Schwerer Blitzeinschlag, treiben im seichten Wasser. Ach, hier ist der, der das Kreuz am Anfang in die Luft gehalten hat. Okay. Klar, dass hier noch Strom ja, läuft, Alter. Ekelhaft. Den armen Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Echt verzweifelt. Hey! Hier! Nicht zu fassen! Das Ding funktioniert echt noch! Okay, versuchen wir's. Unwahrscheinlich. Im Süden erwartet uns der fünfte Tag. Ach, ein altes Kurzwellengerät. Ein Zahlensender. Militärkanal. Bist du? Ja, ja. Fragen wir nach Hilfe. Bitte kommen! Hört uns jemand? Over. Empfangen. Over. Oh, okay. Wenigstens hört uns jemand. Aber das Signal reißt immer ab. Falls mich jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. 12 Grad, 30 Minuten Süd. 151 Grad und 20 Minuten West. Over. Wiederholen. Over. Danke, Sir. Ein großer Frachter. Sehr alt, verlassen. Over. Das ist aber keine Wiederholung. Nee. Komm, over. Bitte kommen. Bitte, ist da wer? Komm, over. Das ist verkackt. Verdammt, komm schon. Das sah jetzt perplett so aus, als ob der eine Sonnenbrille aufhat. Hey,
Leute! Ja, sah wirklich so aus. Hey, sieh mal hier. Wenn das mit dem Funkgerät nicht auch wieder nur eine Einbildung war. Guck mal, da ist jetzt wieder Gas überall auf dem Boden. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls mit dem Funkgerät war bestimmt nur eine Einbildung. Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht darunter. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Die klingt medium. Was soll denn... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Ich bin hier der Captain. Dein Gesicht, ey. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Ja. Okay. Du und ich, Fliss. Das geht doch gleich, Alter. Sehr dämlich. Eigentlich alle Beine gebrochen. Ich hätte aber Mitte 21. Juni, ich stehe keine Jahreszahl da. Auch in den Zellen nicht, das kommt ja nur das Datum da, aber nicht sehr. 4.05 Uhr. Alles okay bei euch? Naja, ist ja fast in 2 Stunden. Mir geht's gut. Und was jetzt? Ich gehe den Generator suchen, damit wir das Funkgerät benutzen können. Ich warte hier beim Funk. Das sieht schön aus. Kriegen wir bestimmt gleich wieder Hallos. Naja, guck mal, jetzt wir uns gegenseitig umbringen können. Dass die alle noch funktionieren. Hier lang. Na gut, bei so einer Öllampe kann ich mir das schon vorstellen. Stell mal vor. Ladies first. Was bist denn du für eine Fotze? Wie der untere Bereich. Ladies first. Sein Bay, da war ich doch vorhin schon bei der Sein Bay. Sick Bay. S-I-C-K. Überall liegen hier Zettel verstreut rum. Hallo? Nochmal den Zettel. Wir sind jetzt hier im Knast. Ein gewisser Joe war im Lazarett. Dieser Charlie hier musste ins Loch. Hier ist nämlich auch der Safe, den ich nicht öffnen konnte. 10 Tage? Jetzt ist er offen. War wohl echt heftig. Den einen Safe, den ich hatte, den konnte ich öffnen. Da hat sie herausgefunden, dass das Gold Chemikalie ist. Was bist du? Hier geht das, glaube ich. Bericht des Schiffarztes. Du gehst mal am Sack. Du gehst mal am Sack mit dem Licht. Signifikante Halluzination, sehr überzeugend. Ja. Besuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren und dies selbst. Punkt, Punkt, Punkt. Wirkung sei vielfältig, groß, gleichbleibend, intensiv. Irgendwelche Versuche hier. Genau, hier in den Knast bin ich ja aufgewacht. Wo du mich rausgeholt hattest am Anfang. Okay. Dir ist klar, dass ich nach Stunden abrechne. Nach Stunden? Ich dachte, wir wären längst bei Minutentakt. Notiert. Auf der Rechnung. Das war teuer. Ah.
Hier bin ich aufgewacht. Hier habe ich den Schrank geöffnet und da war die Leiche hier drin. Hier ist ein Schrank. Könnte der Sohn von jemand an Bord gewesen sein. An Papa, komm bald zurück. Ich glaube, dein Papa ist nicht rausgekommen. Hier bin ich aufgewacht, halt am Anfang. Was lautet hier dahinter? Himmel. Oh, hier steht, John Patterson ist geboren am 24. Februar 1922. Na, das Schiff muss ja erst in 40er Jahren theoretisch sein. Hier steht ja auch, Datum 2. März 1941. Hm. PTPS, ey. Ich will nicht weiter, ohne dich geh nicht, warte mal. Alter, ich werd. Hier könnte man nicht lang. Man muss da lang. Ja, der ist los. Weiter. Na, hier geht's nicht weiter. Geht's weiter? Nein. Oder? Nein. Schau dir das mal an. Hey, schau, was ist hinter mir? Da unten. Ist wohl der Maschinenraum. Oh, ja, stimmt. Gehen wir runter. Maschinen. Ja, das sieht gut aus. Gehen wir mal die kaputte Leiter runter. Shit. Das ist bestimmt gleich ein Quicktime-Event, wa? Keine Leiter mehr. Ich kann mich hier fallen lassen. Hey! Ja? Bist du okay? Ja. Der Schuhe, ja. Klar. Haben die nicht barfuß? Komm runter. Nee, nur der Conrad war barfuß. Es waren nicht alle barfuß. Und sie war barfuß. Sie ist barf, aber. Das tut doch weh. Fußgelenke müssen doch am Arsch sein langsam. Fuck! Gott verdammt! Was? Alter. Hast du das nicht gesehen? Hast du aber gesehen, oder? Ja. Nein. Nein. Natürlich. Ernsthaft? Was denn? Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Das Lüge. Schiff hatte Mandschureigold an Bord. Das war in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Es war instabil und trat auf dem Schiff aus. Ob es noch hier ist und dieselbe Wirkung auf uns hat? Paranoia, ja. Halluzinationen. Genau das sollte das Zeug auslösen. Die Crew hat halluziniert. Wir wissen, dass sie Angst hatten, dass seltsame Dinge passiert sind. Oh, die Offiziere dachten, dass die GI sich nur vor dem Wachdienst drücken wollten. Nichts von diesem ganzen Scheiß ist real. Nichts davon ist wirklich hier. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Es war ein Rettungsflugzeug. Es kam nur deshalb hier raus, weil die Besatzung einen Notruf abgesetzt hatte. Und als es dann hier war, war es zu spät. Alle auf dem Schiff waren durchgedreht, also haben sie geschossen. Weiß der Geier, was sie dachten oder was sie meinten zu sehen. Wow. Ein Drachen oder so, wa? Okay, dann mal weiter. Würde mich nicht wundern. Oh, was hast du da ein paar Antworten auf jeden Fall. Was hast du da gesehen? Eine Person, die hier lang gerannt ist. Aber halt nur schwarz, komplett. Hey, hier was, hier ist was. Van Linden Engine Works. Der Motor wurde im Jahr 1920 gebaut. Der alte Schiff. In Rotterdam. Hey, wo bist du hin? Bin hier rumgelaufen. Engine Room. Telegraph Lock. Schau mal! Das Kreislaufgerät. Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Das hält uns doch nur auf. Und? Man weiß nie, wofür man das gebrauchen kann. Wasser ist es bestimmt nützlich. Hm. Richtig. Je sais ce que c'est de faire. De quoi tu parles, monsieur? Mais c'est
moi qui veux te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'art. T'as perdu la tête ou quoi? Non. Sollte die Lampe ausmachen. Was erlebt noch? Prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Nicht mehr lange, glaube ich. Écoute-moi. Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, oh t'as dit... Geil, gell? Dass du darauf achten musst, kannst du nicht lesen, was der labert. Das war frech. Schon nur eine Fleischwunde, oder? Mein Gott. Die Musik gefällt mir nicht. Hä? Ja, du sagst das nicht hier auf dem Tisch? Ja, das mitgenommen. Kannst du nicht hören. Scheiße, verdammt! Wir müssen weg! Hast du auch einen Zen gemacht? Nee, ich konnte nicht so auswählen. Okay. Der Ding. So was. Du hast den Verlobungsring gefunden. Oh, der hält mich auf. Der hält dich auf? Na hier, des Dingens. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, eh? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Die hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausbooten. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt. Oh, verkackt. Oh. Da, da werden wir verkackt. War doch nur eine Frage der Zeit, bis das einer verkackt. Glaubst du, ist die Tür? Das wollte ich dich gerade fragen. Oh, was meinst du natürlich nicht mehr haben, ist das Atemgerät. Oh. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Man hat ja schon gesehen, was mit dem passiert. War doch vorher, ne? Aber irgendwie müssen wir den halt dazu kriegen, dass er das macht. Okay. Okay. Ja. Und keine Verwandlung. Und Hände hoch. Sagte. Keine Verwandlung, hast du gehört? Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Verwandle dich. Wow, hör mal. Hör gut zu. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen hier einfach nur weg. Verstehst du? Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl.
Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! So, kann man sehen, was der was? Sieht. Was ja, meinst auch. Du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Oh, ich glaube, ich hätte es nicht verkacken dürfen. Da hätten wir wenigstens vielleicht noch das Atemgerät. Halt! Was für ein Dunst! Was macht der? Er lebt! Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten! Er ist jetzt drin! Hier bei uns! Jetzt! Komm erst mal runter! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Wenn ich glaube, das du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert keine Entscheidung. Ich spüre es. Okay. Gut. Da war etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein, nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lange die Luft anhalten? Ja. Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott, der Dunst. Er ist in mir, den, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Nein, Mann. Da ist kein Dunst in dir. Ich sehe das. Schluss. Lüg nicht. Waffe nehmen oder ablenken. Doch ablenken alle in mir, nicht wahr? Okay. Ihr lügt doch alle. Der Dunst ist in mir. Ich bin von innen auf. Hey! Hey, halt, tu's nicht! Oh, oh mein Gott. Gesehen? Ich glaube, wenn ich nach der Waffe gegriffen hätte, dann mich auch Schuss. Das kann natürlich sein. Glaube ich mal sehr stark. Deswegen habe ich sie nochmal nicht gemacht. Ne, ist auch nicht immer intelligent, nach einer Waffe zu greifen, die auf einen gerichtet wird. Ja gut, in dem Moment hat er sie nicht auf mich gerichtet. Aber. Ja, aber trotzdem. Ach verdammt, ich hätte das Atemgerät gerne mitgenommen. Es gibt 472 Minuten. Tja. Was nur eins heißt. Ja, aber mal, ja. Ey, wir haben eine Waffe. Hey! Nimm die Waffe. Seid ihr da unten verletzt? Wow. Wie, weiß, wo kommt ist der aber mal her? Ist hier gerade Convert? Was? Ich bin jetzt wieder woanders. Okay, ich bin mit den beiden weiter. Okay. Und keiner von den beiden halt ist auf die Idee gekommen, die Waffe von denen mitzunehmen. Ernsthaft. Die haben die liegen lassen. Was ist denn dämlich ist denn das? Jetzt steht Venom ist Fliss. Ich bin Conrad. Jetzt haben wir wieder getauscht oder was? Bei mir ist schon gar nichts da, wer ist. Doch, jetzt steht das da. Ich wollte schon sagen. Da komme ich nicht hoch. Ich dachte jetzt so. Bestimmt gibt's da nicht nur einen Weg rein oder raus. Sehen wir uns hier mal weiter um. Ja, keine Lampe. Fantastisch. Dunkel hier rumlaufen. Eine Sackgasse. Wir müssen zurück. Ja, er rennt auch barfuß rum, ey.
Na, kannst du. Denkst du, was ich denke? Nee, ich werde hier nicht ertrinken. Niemals. Ich hoffe echt, dass es das wert ist. Verdammt, ich wäre jetzt echt froh, das Atemgerät zu haben. Halt, wie kriegst du Luft? Wenn ich unten bin, suche ich Luftblasen. Falls es keine gibt, komme ich zurück. Ja, natürlich. Wie kriegst du wieder mit den Geistern zu tun? Sein. Warte, ich mach die Tür auf. Vorsicht! Hier was Schönes. Schlafsäle oder was? Oh, ist ein Foto. Hä? Das war jetzt auch eine komische Vorahnung. Wieso? Das waren irgendwie zwei komplett andere Charaktere, die ich noch nicht gesehen hatte. Okay. Oder von irgendjemand die Vergangenheit. Kann natürlich auch sein, weil die jetzt ziemlich jung waren noch. Zumindest von dem einen hast du gesehen, weil er hast du Füße gesehen. Der sich erhängt hat. Oder die? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Geht nicht auf, oder? Alter! Ey! Ich wollte mich auch einen Hatzenfakt einfügen, ja. Irgendwie in einer Tür mit Wasser oder so? Kann das sein? Vielleicht. Dann hast du gerade eine Sequenz für mich von mir irgendwie kurz unterbrochen. Okay. Also abgekürzt. Ich habe nur gesehen, dass ihr dann in der Tür standet. Boah, frech. Gerade diese Schrottplatten, die werden echt nicht. Na, ich spiel aber vor allem mit Kartell. Was hast du da? Gerade im Gesicht gekratzt und auf einmal kommt ein Quick-Time-Event. Ich glaube, ich weiß, was in den Säcken drin war. Das ist Gold. Kann dort zwei schließen. Jetzt! Los jetzt! Ne, dem ist egal.
Ja, mein Geister. Oh, was? So knapp. Dadurch kann das Ding kaputt gehen. Das Quicktime-Event verkackt, wäre ich genau auch dazwischen gewesen. Ja, und das Ding wäre auch kaputt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und schleust du da auf, ja. Nee, er schläft. Kommt jetzt wieder unser Freund. Kann man jetzt nicht einfach zum Boot gehen? Lebt da jetzt keiner mehr, oder? Von den dreien? Von den dreien eigentlich nicht, ne. Oh, es ist Tag. Ich hab noch Ladebildschirm. Okay. Immer noch Ladebildschirm. Der Ladebalken füllt sich so langsam. Okay, ich hab Sequenz. Jetzt hab ich auch Sequenz. Ich seh den großen Tanker bei Tag. Tür geht auf. Ich bin schon auf unserem Boot. Ich glaube, ich bin weiter als du. Ich glaube, ich allerdings auch. So, bloß haben wir zum ersten Mal gleich geschafft, das halt überleben. Kein so. Okay. Kann losgehen. Na, easy. Der uns entführt hat, dachte, da wäre Gold. Er wollte das Gold. Nur darum ging es ihm. Mandschurei-Gold. Tja, das war was ganz anderes, als wir erwartet hatten. Ich muss immer daran denken. Und es ergibt keinen Sinn. Also, ich habe es gesehen. Aber ich glaube nicht, was immer ich gesehen habe. Also, da war Alex. Und es war nicht Alex, es war wer anders. Aber er sah aus wie Alex. Er hat mich verhöhnt. Verhöhnte Körper. So, Hauptsache erstmal ein Bier aufmachen. Ja, ich bin definitiv weiter als du. Ich glaube, das will mit dir auf warten. Also auf dich warten. Na, ich habe jetzt hier gerade, wo er den Verlobungsring wieder angesteckt hat. Ja. Jetzt sehen wir das Boot, wie es wegfährt. Ja, das sehe ich auch gerade. Ja, du hast, glaube ich, ein bisschen aufgeholt.
Jetzt kommt die Schrift. Das war's. Tatsache. Das Ende kam jetzt ein bisschen schnell und überraschend, fand ich. Jo. Warte mal. Oh, erzählt er noch was? Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben und das ist doch was. Schätze ich. Am Ende ging es hier ganz schön heiß her, nicht wahr? Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenz. Hast du gerade irgendwas geschrieben? Aber es gibt Konsequenzen. Nee. Es gibt einen Kommentar, weil ihr YouTube gekriegt habt. Ja, das war ich aber nicht. Hast du den noch laufen bei dir? Ja. Das war Mohamed Jelassy. Wieder zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Mhm. Dark Picture wird zurückkehren in Episode 2. Let's Hope. Der hat irgendwas mit Little Hope gesagt. Oder Little Hope, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass wir gleich alle überleben lassen können. Hätte ich auch nicht gedacht. Gut, das eine Mal hätte, glaube ich, auch noch von uns draufgehen können, wo man nicht, hätte was nicht gewusst. Ja, möglich. Ja, was sagen wir jetzt zu dem Spiel? Ein bisschen kurz. Ja, es ist, also im Vergleich zu Antidon ist es wirklich kurz. Hat aber auch nur 30 Euro gekostet. Ja, gut, aber. Und es gibt 8 verschiedene Enden. Ja, aber für 30 Euro finde ich das ein bisschen kurz. Ich werde jetzt mal überspringen. Ja, das wird für mich auch gleich mit übersprungen. Gleich noch einmal. Okay, noch einmal, überspringen wir noch einmal. Weil ich denke mal, das Lied wird GEMA geschützt sein, deswegen wollen wir das nicht hören. Schon ein bisschen detaillierter, ein bisschen. Beziehungsweise ein bisschen mehr Vorlauf. Ein bisschen mehr Vorlauf irgendwie. Dass du ein bisschen besser die Charaktere kennenlernst. Aber er lebt doch noch. Er lebt doch noch. Er lebt noch. Ich hab noch Ladebildschirm. Okay. Ah, jetzt. Ach, der Japaner lebt noch. Das ist auch der einzigste von den dreien, der am ehesten noch hätte leben können. Ja, aber der Little Hope, das ist nichts kaputt mit dem. Dem spielt ja nichts mehr. Warte mal. Oh. Haben die den Funkspruch doch erhalten? Wahrscheinlich. Ich hätte gedacht, das wäre nur eine Einbildung gewesen mit dem... Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Ah, hier sind die Särge, die ich gesehen habe. Hm. Wow. Was zur Hölle ist das? Trailer für den nächsten Teil. Aber schon mal gleich einen Vorgeschmack für nächstes Jahr. Okay,
Dark Pictures, Little Hope. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das alleine spielst, geht's länger, weil wir haben es ja sozusagen parallel gespielt. Richtig. Denke ich auch mal. Und wenn man es daheim im Koop spielt, kann man es mit bis zu 5 Leuten spielen und da steuert jeder eine Person. Stell ich mir aber auch komisch vor. Übrigens, jeder, der gerade den Little Hope Trailer genau beobachtet hat und den Jungen gesehen hat, kennt diesen Schauspieler. Er spielt bei Maze Runner mit. Wenn man Maze Runner gesehen hat. Genau. Na gut, Richtig. dann kommen wir eigentlich auch beenden. Ach, warte mal, ich bin das Menü wieder, ja? Okay. Gut. Das war's dann mit unserem Live-LP zu Man of Medan. Sogar in einem Stück geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Und dass das wir alle das noch schaffen. überleben. Und dass alle überleben. Wobei ich der Meinung wäre, hätte man nicht gewusst, dass der andere einer von uns ist, wäre, glaube ich, einer definitiv draufgegangen. Na, Wobei ich so schon wie gedacht am hätte, dass Anfang halt. die Freundin mit dem Schuss getroffen worden wäre. Aber es war anscheinend doch Ne, nur ein war Streifschuss. nur ein Streifschuss. Ja. Gut. Das soll es dann gewesen sein. Ich werde noch von Venom das Video bei mir hochladen. Dann könnt ihr auch seine Perspektive nochmal gucken. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei DGV mit eurem Doomsday und eventuell wieder mit Venom. Haut Ciao, rein! ciao, ciao, ciao.